Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Das Viertelfinale in der Hallenmeisterschaft 2020 steht an. Timelinks in der Videobeschreibung, Kapitelmarken und so weiter. Ihr findet das alles, aber ich empfehle euch logischerweise wie immer, guckt euch das ganze Video an. Von den meisten von den Zuschauern sind wahrscheinlich die Top-Teams eh schon oder die Lieblingsteams eh schon ausgeschieden. Das ist nun mal das Turnier. St. Pauli ist bei mir die Lieblingsmannschaft schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Das ist das Spiel. Jetzt viel Spaß mit Verl gegen Hoffenheim. Da waren es nur noch 8. Der SC Verl im ersten Viertelfinale trifft auf die TSG aus Hoffenheim. Hoffenheim wie immer in diesen magenta-rosanen Trikots. Es ist einfach ein Traum, aber der SC Verl wird erstmal zum Albtraum für Hoffenheim. 1-0 für den Sportclub und sie sind nach wie vor diese kleinen Geheimfavoriten, die sich hier auf den Weg machen, erst Leipzig ausgestochen zu haben und jetzt vielleicht auch Hoffenheim aus dem Wettbewerb zu schmeißen. Es ging gut weiter, Riesenchance, aber dann auch eine sehr gute Parade. Posch klärt das Ganze dann immer noch die erste Hälfte. Jetzt auch mal Hoffenheim nach vorne, musste ja auch irgendwann mal so kommen. Florian Grillitsch hat zu viel Platz, starke Parade von Brüseke. Zweiter Durchgang, jetzt wieder Hoffenheim im Vorwärtsmarsch. Kader Schabek legt quer und Kramaric ist sträflich freigelassen und macht das 1:1. Hier bringt Hoffenheim zurück ins Spiel und gibt die Möglichkeit, doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Das geht hier in der Halle einfach viel zu schnell, wenn man langsam im Kopf ist. Ich spreche aus Erfahrung, das ist Kramaric, der trifft den Innenpfosten, fast das 2:1 für Hoffenheim. Halbe Minute noch zu spielen in der regulären Spielzeit. Noch einmal Hoffenheim, sie machen das jetzt richtig gut. Grillitsch, was für ein Fund. 2:1 Hoffenheim, gedreht das Spiel. Und somit müssen wir uns in Klammern leider vom SC Verl verabschieden. Es bleibt nämlich bei diesem Resultat. Hoffenheim zieht als erstes Team ins Halbfinale ein. Diese beiden Teams haben schon durchaus für Furore sorgen können. KFC Uerdingen gegen VfL Bochum, also Halbfinalkandidaten. Aber es kann nur einen geben dieser beiden Mannschaften. Gerrit Holtmann, das sieht sehr schön aus, halbe Minute gespielt und Gerrit Holtmann mit dem 1:0 für den VfL Bochum und ah, da kriegen wir auch wieder mal eine Wiederholung, gibt es ja gar nicht, einfach ein tolles Tor für den KFC Uerdingen, erstmal ein ziemlicher Rückschlag. Kolja Pusch verliert den Ball an Bella Kotschap, schnell wieder in die Gegenrichtung, Danilo Soares, eigentlich Linksfuß macht es hier mit rechts, also das ist dann in der Halle auch scheinbar vollkommen egal, solange man keine Flanke mit dem schwachen Fuß schlagen muss, macht man das ebenso ganz, ganz elegant. Uerdingen in Not, Bochum in Spielfreude pur, Holtmann scheitert, Soares aber im Nachfassen. 3:0, jetzt war es nahezu eine aussichtslose Situation für den KFC Uerdingen, auch wenn, wie gesagt, in der Halle das noch nichts heißen muss. Aber Uerdingen hatte hier wirklich nach vorne gar nichts aufzubieten. Bella Kotschap mit der Hacke einmal zurück zu Holtmann. Danilo Soares, was war mit dem denn auf einmal los? Immer noch 22 Sekunden zu spielen im ersten Durchgang. Und Soares macht bereits das 4:0 der KFC Uerdingen. Also konnte sich so langsam damit abfinden, hier nochmal eine Ehrenrunde zu drehen. Aber mit Ehre hat er das momentan relativ wenig zu tun. Sie spielten zwar, sie standen auf dem Feld, aber ja, das kann ganz schlecht ausgehen. 5 Sekunden vor dem Pausenpfiff noch das 5:0. Das wurde jetzt richtig, richtig brutal. Der zweite Durchgang beruhigte sich dann ein bisschen. Der VfL Bochum hatte nicht mehr so viel vor nach vorne, entspannte sich eher so ein bisschen. Deswegen konnte der KFC Uerdingen ein bisschen wirbeln, erzielte auch zumindest noch den Ehrentreffer, das 1:5. Aber mehr als dieser Ehrentreffer wurde es nicht. Lukimia kommt natürlich zum Feuern, da lässt er sich nicht lumpen. Aber ja, das war's dann. 5:1, ein zu deutliches Ergebnis. Der VfL Bochum also damit im Halbfinale wird auf Hoffenheim treffen. Und wer kommt noch dazu? Wir schauen drauf. Auf jeden Fall eines von zwei Teams, das hier gegeneinander antritt. Kaiserslautern gegen Heidenheim, 1. FCK gegen 1. FCH. Kaiserslautern in Schwarz machte das hier ganz gut. Poirier mit der Hacke zu Kraus, aber eben kein Stürmer. Kevin Müller hat schon ein paar richtig gute Paraden hier holen können.
in diesem Turnier. Und jetzt macht er mal wieder das, was er gut kann. Und wieder Müller. Und diesmal ist er dann aber geschlagen. Marvin Poirier mit dem 1-0 für den ersten FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel machten das Spiel und verdienten sich damit auch dieses Resultat. Die in blau gekleideten Heidenheimer standen so ein bisschen neben sich. Aber dann von diesem Gegentor ein bisschen aufgeweckt wurde es deutlich besser. Meinka zu Schnatterer, Kühlwetter, abgefälscht vor die Füße von Pick. Es ist ausgerechnet eine Ex-Lauter-Kombination. Kühlwetter und Pick, beide vor der Saison vom 1. FC Kaiserslautern nach Heidenheim gewechselt. Das tut weh, aber es ist eben auch wunderschön. Heidenheim wurde besser, Schnatterer, aber Heino klärt den Ball. Es gab aber Strafstoß, die Chance von Kühlwetter aber wirklich schlecht vergeben und Autospite schmeißt sich dann auf den Ball. Wie gesagt, diese 9 Meter hier in der Halle eigentlich quasi nutz- und brauchlos. Brauchlos? Man braucht sie einfach nicht. Trotzdem dann Kühlwetter mit dem 2-1. 1,5 Minuten vor Ende. Christian Kühlwetter macht jetzt hier auch seinen Treffer. Der ist ja in der zweiten Bundesliga auch richtig gut angekommen. Hier ist es ein schönes Tor, eine schöne Direktabnahme mit der rechten Innenseite. Kaiserslautern brauchte also mindestens einen Treffer. Das wirkte sich auf das Risiko ein, dass man hinten aus... Das wirkte sich auf das Risiko aus, dass man hinten eingeht. Mein Gott, diese grammatikalische Unkorrektheit. So unkorrekt, wie die Verteidigung hier steht. Das ist wirklich nicht gut verteidigt. Und dann steht es 3-1 für den 1. FC Heidenheim und der 1. FC Kaiserslautern. Er drohte jetzt so ein wenig auseinanderzufallen. Und es sah tatsächlich danach aus, als würde es noch einen geben. Und es gab noch einen ausgerechnet, noch einmal von Kühlwetter ausgerechnet. Das Wort, das man hier am häufigsten benutzt. Noch häufiger, als ich mich verspreche. Aber das ist eben mal das Spiel. 4-1 gewinnt der 1. FC Heidenheim, zieht damit ins Halbfinale Nummer 2 ein und wartet jetzt auf seinen Gegner. Das wird entweder Borussia Mönchengladbach oder der FC Bayern München sein. Ja, einer von denen hier wird es sein. Borussia Mönchengladbach oder der FC Bayern München. Sie suchen den Weg ins Halbfinale. Gladbach in Minzgrün. Zakaria mit der ersten starken Aktion. Es waren gerade mal 7 Sekunden gespielt und da fällt der Treffer. Dennis Zakaria, der sich da wunderbar um seinen Gegenspieler rumdreht und dann auch Manuel Neuer düpiert. Starker Treffer. Lucas Hernandez sieht in der Szene nicht so ganz glücklich aus. Der FC Bayern München aber direkt mit einem Gegenangriff und mit dem Ausgleich. Costa mit dem 1:1 nach 16 Sekunden. Man sieht kurz den Jubel. Eine Wiederholung sehen wir leider mal wieder nicht. Und wieder nur wenig später. Das war hier wirklich eine ganz schön torreiche Partie. Zakaria quergelegt. Wendt 2:1. Aber auch da ist uns keine Wiederholung vergönnt. Ich kann Ihnen aber sagen, der Treffer zählte. Sonst spulen Sie einfach nochmal kurz zurück. Doppeltipp auf die linke Bildschirmhälfte. Zweiter Durchgang dann, Douglas Costa mit dem 2:2, ging also gut weiter. Der vierte Treffer, diesmal Douglas Costa, etwas ausführlicher in der Jubelszene und dann sehen wir sogar eine Wiederholung. Das gibt es ja gar nicht, doch wir sind hier im linearen Internet unterwegs, wie auch immer. Ja, Borussia Mönchengladbach also wieder mit einem Rückschlag. Der FC Bayern München vielleicht sogar mit dem Momentum auf der Seite. Das ist Musiala und das muss es sein. Nein, das ist es aber leider nicht, weil Jan Sommer eine richtig gute Parade auspackt. Noch 50 Sekunden zu spielen. Oskar Wendt. Und Oskar Wendt, der macht es. 3:2 für Borussia Mönchengladbach. Oh, da geht den Bayern jetzt so langsam die Zeit aus. Neuer hier ohne eine Chance. 3:2, also noch 15 Sekunden zu spielen. Bayern kam aber nochmal mit Robert Lewandowski. Retten sie sich in die Verlängerung. Lewandowski, nein. Lang schmeißt sich vor den Ball und Sommer schmeißt sich auf den Ball. Es blieb beim 3:2. Borussia Mönchengladbach schmeißt Bayern raus und zieht damit als viertes Team ins Halbfinale ein. Jo, dann habt ihr hier die Ergebnisse noch einmal im Überblick und wir haben unsere beiden Halbfinals. Einmal Hoffenheim gegen Bochum und Heidenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt gesund und adios. Und jetzt, adios.